Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Isabel Zeyer hat zu dem Thema Femizide im aktuellen Stern eine große Reportage geschrieben. Im Interview erzählt sie, wie sie dabei vorgegangen ist und welche Zahlen sie besonders schockiert haben. In meiner Recherche habe ich mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Experten aus Hilfesystemen, wie zum Beispiel Frauenhäuser oder der Täterarbeit, genauso wie mit Frauenrechtsinitiativen gesprochen. Und die Zahlen, die mich bei meiner Recherche besonders beeindruckt haben, waren die jährlich erscheinenden Gewaltsdelikte in Partnerschaften. Da gibt es eine Statistik von der Polizei, die im November immer rauskommt. Und die besagte jetzt, dass 113 Frauen im Jahr 2021 gestorben sind. Im Vergleich dazu waren es 14 Männer, die von ihrer Partnerin oder Ex-Partnerin umgebracht wurden im Jahr 2021. Eine andere Zahl, die ich sehr beeindruckend fand, war negativ beeindruckend natürlich, dass jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird und jede vierte Frau wird Opfer von Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner. Woran liegt es, dass die Dunkelziffer bei Gewalt gegen Frauen so hoch ist? Wir haben in Deutschland ein riesengroßes Problem, was die Daten angeht, weil nicht jede Frau oder die Mehrheit der Frauen zeigen Vorfälle nicht an. Und das betrifft einmal die häusliche Gewalt und dann betrifft es aber auch die versuchten Tötungen. Deswegen natürlich die Tötungsdelikte, da gibt es keine Dunkelziffer. Aber bei den genauso harten oder bei besonders harten wie zum Beispiel versuchte Tötungen haben wir eine riesengroße Dunkelziffer, weil Frauen das einfach nicht anzeigen. Und das liegt vor allem daran, dass es sehr schambehaftet ist. Also Frauen schämen sich dafür, was ihnen passiert ist, was mit ihnen gemacht wird. Und dass sie auch Angst haben. Also es gibt viele Frauen, die haben Angst, dass sich ihre Lage verschlimmert, wenn sie zur Polizei gehen, sich dort Hilfe holen. Und der letzte Punkt ist, dass die Frauen in solchen Beziehungen einfach sehr erschöpft sind. Kann man sich vielleicht in unserer Situation nicht vorstellen, aber die Frauen haben Schreckliches durchlebt. Und wenn man dann ihnen noch sagt, ja, du musst jetzt zur Polizei gehen, du musst beim Familiengericht Gewaltschutz beantragen, Kontakt- und Annäherungsverbote, dann überfordert das einfach sehr viele Frauen. Und deswegen haben wir eine riesengroße Dunkelziffer, die kaum einzuschätzen ist. Ein weiteres Problem ist, dass wir in den vergangenen Jahren auch keine Dunkelfeldstudien gemacht haben. Die letzte und erste Dunkelfeldstudie ist aus dem Jahr 2004 von Monika Schröttle, einer Wissenschaftlerin. Und seitdem wurde keine Dunkelfeldstudie mehr gemacht. Die Bundesregierung plant zwar jetzt eine neue Studie zu Gewalt in Partnerschaften, wobei die mehr mit quantitativen Methoden arbeitet und nicht so sehr auf die Hintergründe von Taten eingehen. Wieso bleiben betroffene Frauen oft so lange mit ihren gewalttätigen Partnern zusammen? Ich wurde während meiner Recherche oft gefragt, warum Frauen mit solchen Männern zusammenbleiben. Und ich muss auch zugeben, am Anfang war die Frage auch bei mir da, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Jetzt inzwischen, nach den ganzen Gesprächen mit den Experten, mit meiner Protagonistin Svenja Beck und auch mit anderen Betroffenen, weiß ich, dass es eine Vielzahl an Gründen gibt, warum Frauen bleiben bei ihren Männern. Das ist einmal die emotionale Abhängigkeit. Die hoffen natürlich, die lieben ihre Männer ja oder ihre und hoffen natürlich, dass er sich wirklich ändern wird, dass es dieses Mal wirklich klappt. Dann ist es nur so, wenn man gemeinsame Kinder hat, dann möchte man dem Vater vielleicht nicht die Kinder nehmen, weil das Bild von der heilen Familie doch noch so groß ist, dass man es aufrechterhalten möchte. Und dann gibt es natürlich noch Faktoren wie finanzielle Abhängigkeit. Wenn der Mann der Hauptversorger ist in der Familie, das Geld verdient, ich habe die letzten Jahre nicht gearbeitet, dann bin ich in gewissermaßen negativ an ihn gebunden. Und da braucht es nochmal einen viel größeren Schritt, um tatsächlich zu gehen. Und ein Problem ist auch, dass manche Männer drohen, den Kindern der Familie etwas anzutun, sollte sie sich trennen. Das ist für einige Frauen auch ein Grund, tatsächlich zu bleiben. Eine Freundin könnte Opfer von häuslicher Gewalt sein. Was kann man in so einem Fall tun?
Also wenn meine Freundin sich von, wenn von Gewalt betroffen ist, dann kann ich sie nicht zwingen, dass sie ihren Freund verlässt. Das muss sie selbst entscheiden. Und ich kann ihr nur die Hand reichen, ihr sagen, dass ich für sie da bin, zuhören und dann auch andere Aufgaben übernehmen, die, ich habe es vorher schon mal angesprochen, Frauen sind sehr erschöpft, dass man beispielsweise Nummern von Hilfseinrichtungen einholt und ihr gibt. Dass man beispielsweise schaut, wer sind denn die Anwälte, die besonders gut und vielleicht auch Sorgerechtsverfahren oder Familienrechtsverfahren, Scheidungsverfahren spezialisiert sind, dass man die mit ins Boot holt. Und auch einfach aufmerksam sein und auf Zeichen achten, weil nicht jede Freundin sagt sofort, hey, ich bin von Gewalt betroffen, bitte helf mir. Also der größte und wichtigste Punkt ist aufmerksam sein und auf das Hören und auf auch nicht weggucken, wenn es dann mal unangenehm wird. Wie hat sich dein Blick auf das Thema Gewalt an Frauen nach der Recherche verändert? Ich sehe jetzt viel mehr, dass es ein strukturelles Problem ist. Also es sind nicht einzelne Liebesdramen oder Eifersuchtstaten. Also das sollte man möglichst nicht verwenden, diese Worte dafür, sondern sie klar benennen, dass es häusliche Gewalt ist, dass es Femizide sind, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind, weil sie sich nicht an Verhaltensverbote von manchen Männern halten. Und was mir die Recherche auch gezeigt hat, war, dass wir auch alle was dagegen tun können, weil wir sind alle Schwestern, Brüder, manche Eltern, bekannte Freunde. Und wenn man da destruktive Verhaltensmuster merkt, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht, der hat ein seltsames Frauenbild oder der scheint irgendwie seine Partnerin zu unterdrücken, dann können wir da auch einschreiten, was sagen. Und wie gesagt, wie wir unserer Freundin helfen würden, auch dann unserem Bekanntenkreis spiegeln, dass es gerade nicht in Ordnung ist, wie er sich verhält.